Hallihallo und herzlich willkommen. Heute haben wir mal eine Frage an euch. Die ist heute spontan aufgekommen und deswegen wollen wir kurz spontan wissen, gucken, wer kann das Ganze beantworten. Ihr könnt auf jeden Fall, bevor ihr die Frage beantworten mögt, gerne folgen. Loggt euch ein unter www.marcolorenz-entertainment.de. Da kommt ihr auf meinen YouTube-Kanal, da einfach abonnieren. Da könnt ihr auch zum Social-Media-Bereich klicken, also Instagram und TikTok oder auch sogar zu unserem Fanshop, wo es original Fanartikel von mir, Marco Lorenz, gibt. Also, jetzt die Frage und mal gucken, wer es beantworten kann. Was ist er? Ja, den kennen einige. Einige mögen ihn kennen, das ist der sogenannte Pity Platsch oder auch Pity der Abkürzung. Eine Figur von Sandmännchen aus DDR-Zeiten noch stammend her. Aber was ist Pity Platsch? Ich habe das heute schon mit einigen Kollegen schon durchgesprochen und gerätselt, was er sein könnte. Und ich kann schon mal sagen, was falsch ist. Falsch ist eine Ente. Eigentlich ersichtlich, aber mein Kollege meint spontan eine Ente heute. Falsch ist auch, habe ich gelesen, Pity Platsch ist eine Mischung zwischen Ameise und Bär. Ja, komische Bärenameise. Habe ich nur im Internet gerade recherchiert gerade. Und meine Frau meinte gerade, es ist ein, oder Pity Platsch ist ein Monchichi. Monchichi ist es auch nicht, ein Monchichi ist diese komischen Figuren, die man so einen Finger im Mund reinmachen kann. Also, was ist Pity Platsch? Wer es beantworten kann, schreibt es mir gerne in den Kommentaren, auch gerne, wer es sich nicht ganz traut. Privat über Instagram wäre es ganz auch möglich. Also, nicht wer, sondern was ist Pity Platsch? Die Antwort geben wir euch bereits morgen. Als ich jetzt zum ersten Mal erfahren habe, was er überhaupt sein soll, dachte ich auch so. Okay, seltsam, hätte ich nie so gedacht, aber es soll so sein. Also, schon mal so gesagt, was indirekt stimmt, es ist ein Fabelwesen. Das stimmt so indirekt, aber trotzdem, was genau ist das? Moppy ist ein Hund, statt der Rienchen ist die Ente und so weiter und so fort. Also, was ist Pity Platsch, ich freue mich auf eure Antworten und mal sehen, ob jemand das zufälliger weiß. Bitte seid fair zueinander und nutzt nicht das Internet, sondern quasi geht einfach nur nach dem, was ihr denkt zu wissen. Was ist Pity Platsch? Bis morgen wieder hier auf YouTube. Na Pity? Wollen wir jetzt zum Garten gehen? Ja, wollen wir zum Garten gehen? Ach du meine Nase!